Nein, ich glaube, man muss das auch richtig anschauen. Der Constantin sorgt immer für rechten Wirbel. Jetzt haben wir noch das Glück, dass die 6 Spieler nicht nominiert sind, also die können nicht spielen, die er noch frisch gekauft hat. Und jetzt macht er ja wieder Wirbel. Uns lässt das kalt. Der FCB muss den Match gewinnen und wird den Match auch gewinnen. Wir sind die bessere Mannschaft wie der Sion. Da können sie alle sagen, was sie wollen. Es ist trotzdem immer schwer. Es sind technisch gute Spieler. Sie haben einen Spielmacher, der sensationell ist. Der Obradovic, vorne haben sie Sion. Also, die können spielen, die können Fußball spielen, können jederzeit auch ein Goal machen. Die werden natürlich sehr defensiv auftreten in Basel und auf Konter hoffen. Und wir müssen mit Tempo die Mannschaft überrennen. Und ich glaube, das schaffen wir. Wir sind besser. Der Thorsten Fink sagt im Vorfeld von der Sion-Spiel immer, es sei eine unberechenbare Geschichte gegen die zu shooten, weil an einem Tag sind sie super, an einem Tag stehen sie neben den Schuhen. Wieso ist das so? Man weiss eben ganz genau nicht, wie sie reagieren. Und die sind fähig. Wenn sie ein Goal schiessen, wachsen sie über sich raus. Und darum müssen wir schauen, dass wir möglichst keinen verwünschen und eher einen machen können. Noch sind sie wieder gekämpft. Und wenn sie gekämpft sind, spielen sie die schwache Partie. Und wir hoffen, dass wir zwingen unser Spiel auf. Und dann gewinnen wir den Match. Wie immer als letzte Frage im Carlis Corner. Ihr Tipp für das Spiel von heute Abend gegen Sion? Das letzte Mal hatte ich nicht recht mit dem 2-2. Ich habe gesagt, wir gewinnen 2-1. Wir gewinnen 2-0. Radio Basel ist das offizielle FCB-Radio. Ich glaube, dass wir die Qualität haben, auch Meister zu werden im nächsten Jahr, dreimal hintereinander. Hat ja auch noch keiner geschafft und das ist ein tolles Ziel von uns. Radio Basel bringt alle Spiele live. Wenn du natürlich so kannst, den Match heimspielen wie jetzt die Buben, wenn du weißt, da kann nichts mehr anbrennen, das ist natürlich Legende. Radio Basel bringt alle Medienkonferenzen live. Ich bin einfach Stürmer und ich fühle mich enorm wohl in dieser Mannschaft. Und bringt alle FCB-Informationen, die sie wissen. Die Fans hier, die ganze Stadt ist unglaublich und Hut ab vor diesen Fans, vor dieser Stadt. Radio Basel, das offizielle FCB-Radio. Immer da.